Hi Leute, heute gibt's ein weiteres Schminksammlungs-Breakdown-Video. Und zwar sind heute Lidschatten dran. Einmal Lidschattenpaletten und einmal auch Monolidschatten. Ich dachte mir, ich packe beides einfach in ein Video. Das heißt, pro Kategorie wird es dann so laufen, dass ich euch immer einen Monolidschatten zeige und eine Lidschattenpalette. Ich dachte mir, das ist am besten, wenn ich das in ein Video packe. Könnte dadurch ein etwas längeres Video sein, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Falls ihr die anderen Videos zu meinem Schminksammlungs-Breakdown-Reihe noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch die gerne hier in die Infokarte und auch in die Infobox. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich meine, ich habe bisher Concealer und Blush schon gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ich hoffe, das Licht ist einigermaßen okay, aber fangen wir an. Meine Lidschatten und Lidschattenpaletten sind in diesen drei Schubladen hier. Fangen wir mal an mit der ersten. Das ist diese hier. Hier habe ich hauptsächlich Creme-Lidschatten drin. Hier von, die Color Tattoos von Maybelline. Ich habe hier auch noch ein MAC Paint Pot. Dann hier die Scarabeo Lidschatten und einer von den neuen Metal Eyeshadows oder Metallic Eyeshadows von Trended Up. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Verschiedene Monolidschatten. Hier sind auch noch ein paar Monolidschatten drin. Die meisten habe ich aber depottet, das seht ihr gleich. Und hier habe ich so meine kleineren Paletten. Essence, so ein Duo von NARS, Trended Up, Catrice, alles mögliche, Biu, Rival de Loupe, verschiedenste kleine Paletten. Das ist diese Schublade hier. Die nächste enthält hauptsächlich meine ganzen Lidschattenpaletten. Ganz viele verschiedene, wie ihr seht, von Urban Decay, Makeup Forever, zu Eva, Stila, Inglot, Makeup Revolution. Hier sind meine ganzen Sleek-Paletten. Und hier haben wir auch noch so kleinere von MAC, Inglot, Catrice. Das ist diese Schublade hier. Da hinten ist nichts drin. Das habe ich einfach nur, dass die Paletten nicht so weit nach hinten rutschen und ich die alle schön sehe. Und dann die letzte Schublade ist diese hier. Und hier sind alle meine selbstgemachten Lidschattenpaletten hauptsächlich, wo ich meine depotteten Monolidschatten drin habe. Ich kann euch ja diese hier zeigen. Das ist eine Magnetpalette. Ich habe aber auch ganz normale Paletten gemacht. Hier sind zum Beispiel die meisten meiner Essence, oh Gott, wie hießen die? Eye Heart Eyeshadows? Genau, sind hier hauptsächlich drin. Und ich habe aber auch, zum Beispiel solche richtigen Paletten, mache ich auch selber. Hier sind zum Beispiel meine Monolidschatten von Trended Up drin. Da habe ich einfach so eine 6er Palette draus gemacht. Verschiedenste Sachen. Hier habe ich noch die sehr, sehr schöne Essence My Must-Haves Palette, wo man so schön die Lidschatten sich selber aussuchen kann und reinklicken kann. Und hier hinten unten, das sind meine P2 Lidschatten drin, auch depottet. Und hier hinten habe ich noch zwei BH Cosmetics Lidschattenpaletten. Das war's. Und die erste Kategorie, die wir abarbeiten müssen, ist natürlich, wie viele habe ich? Also an Lidschattenpaletten habe ich 43 Stück. Das heißt, ich habe alles als Lidschattenpalette gezählt, was ab 4 Lidschatten, sage ich jetzt mal. Also Quattros habe ich schon als Lidschattenpalette gezählt. Von daher sind es so viele. Von den großen habe ich nicht ganz so viele, aber ich habe halt viele so 6er, 4er und so weiter. Und deswegen sind es so viele. Monolidschatten habe ich noch viel, viel mehr, was bei den meisten Sammlern so der Fall ist, weil man hier mal einen Monolidschatten kauft und da. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, sehr viele schon depottet, also die meisten. Ich habe nur ein paar übrig gelassen, die mir von der Verpackung her sehr gefallen haben oder sonstiges. Oder wo ich noch keine Lust oder Zeit hatte, sie zu depotten. Und wenn ich richtig gezählt habe, habe ich 121 Monolidschatten. Eine ganze Menge, aber ich habe unheimlich Spaß an ihnen. Dann kommen wir jetzt dazu, welches das günstigste Produkt ist. Also bei den Lidschattenpaletten, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass die günstigsten Lidschattenpaletten, die ich besitze, ich habe hier von 4 Stück, also 4 verschiedene natürlich, die Essence All About Lidschattenpaletten. Hier ist das die All About Romance. Ich habe aber auch die All About Nude, All About Candies und noch irgendeine. Auf jeden Fall mag ich die sehr gerne. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und ich meine, wenn ich mich an den Preis richtig erinnere, haben die so um die 3,50 Euro gekostet. Was für 6 Lidschatten, finde ich, wirklich völlig in Ordnung ist. Und die Qualität bei denen, also die All About Nude 1A, da ist wirklich jeder Lidschatten klasse. Bei dieser hier, da gibt es so ein paar Lidschatten, die nicht ganz so toll sind. Also es kam so ein bisschen drauf an, welche man hatte, aber grundsätzlich 3,50 Euro für 6 Lidschatten. Und es sind super schöne kleine Paletten zum Reisen. Ja,
Finde ich immer noch super und benutze ich auch immer noch sehr gerne. Und bei Monolidschatten, da muss ich eine von meinen selbstgemachten Magnetpaletten raussuchen. Ich vermute einfach mal, dass es die normalen alten Monolidschatten von Essence waren. Wenn ich mich nicht täusche, haben die doch so um den 1 Euro gekostet oder ein bisschen mehr als 1 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, das ist natürlich super günstig. Ich fand, bei den Essence Monolidschatten gab es ein paar, die sehr, sehr gut waren. Und ein paar, die sehr, sehr schlecht waren. Also da kam es auch sehr drauf an, welche man geholt hat. Aber leider gibt es ja auch die nicht mehr. Und dann kommen wir jetzt zu meinen teuersten Produkten. Also meine teuerste Lidschattenpalette ist auf jeden Fall die Naked 3. Ich habe zwar auch die Urban Decay Electric Palette, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Naked ein bisschen teurer war. Die hat 53 Euro oder sowas gekostet. Ich finde ganz ehrlich, also ihr dürft mich da jetzt nicht falsch verstehen, ich mag die Naked 3, ich habe sie auch sehr, sehr gerne benutzt, ich benutze sie auch immer noch sehr, sehr gern, gerade die matten Farben, was leider nur 3 Stück sind, einmal hier, oh Gott, wie heißt der, Strange, Limit und Nuna, das sind die 3 matten Farben, die finde ich richtig, richtig klasse. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die Schimmerfarben sind okay. Nur sind sich die Farben in dieser Palette so ähnlich, dass man damit einfach nicht viele Looks kreieren kann. Wenn ihr von den schimmernden Farben mehrere aufs Lid packt, sieht das alles fast aus wie eine Farbe. Also das muscht so alles ineinander. Was ich ein bisschen schade finde, deswegen, wenn ich sie jetzt benutze, mache ich das immer so, dass ich andere Lidschatten aus entweder anderen Paletten oder Monolidschatten dazu packe. Dann ist das wieder wunderbar. Die Qualität ist echt gut. Vom Preis her fand ich es nicht ganz gerechtfertigt für diese Palette, aber ich mag sie, wie gesagt, trotzdem sehr gerne und bereue es auch nicht, sie gekauft zu haben. Und bei den Monolidschatten, da habe ich zuerst an meine ganz normalen Monolidschatten von MAC gedacht, aber dann ist mir eingefallen, ich habe hier einen MAC Paint Pot und die sind nochmal einen Ticken teurer als die normalen Monolidschatten, denn ich glaube 23 Euro kostet hier einer. Ich habe auch nur einen und zwar ist das Rubenesque, eine wirklich wunderschöne Farbe. Das ist so ein Gold-Pfirsichton mit so einem leichten Rosa-Einstich vielleicht noch. Ganz, ganz tolle Farbe. Wie man sieht, habe ich die auch schon ordentlich benutzt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, 23 Euro dafür, wenn man bedenkt, dass die Color-Tattoos von Maybelline eigentlich genauso gut sind. Die Textur ist ein bisschen anders, wenn man da mit dem Finger reingeht. Also die Paint Pots sind noch ein bisschen silikoniger, sage ich jetzt mal. Aber es fühlt sich viel weicher an noch. Aber so von dem, wie sie performen, sind sie genauso wie die Maybelline Color Tattoo. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen in dem kleinen Clip von meiner Aufbewahrung, dass ich sehr viele von den Color Tattoos habe. Und die sind einfach so gut, dass es sich hier nicht lohnt, einen Paint Pot zu kaufen. Es sei denn, man möchte natürlich eine bestimmte Farbe haben. Und die Farbe hat mich halt sehr angesprochen. Dann kommen wir jetzt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war bei Lidschattenpaletten für mich super einfach, denn für mich sind das auf jeden Fall die zu Eva Lidschattenpaletten. Ich persönlich liebe zu Eva sehr. Erstens mal ist das eine deutsche Marke, was schon mal super ist. Sie produzieren in Europa, ich glaube in Italien, wenn ich mich nicht täusche. Ja, made in Italy, was auch schon mal klasse ist. Und die Qualität dieser Lidschatten ist einfach nur grandios. Keine Parabene, kein Mineralöl. Ich meine, dass sie auf Silikonbasis sind, was bei Lidschatten wirklich sehr, sehr gut ist. Meistens sind die dadurch besser verblendbar, super pigmentiert und so weiter und so fort. Kommt natürlich auf die Formulierung drauf an, aber es ist halt besser als Mineralöl grundsätzlich. Und ja, das hier ist meine absolute Lieblingspalette von zu Eva. Das ist die Coco Blend Palette mit wunderschönen warmen Farben. Ich liebe diese Palette über alles und nicht nur diese hier. Ich habe jetzt 3 Stück von diesen und die kosten 21 Euro. Man bekommt, Moment, 10 Lidschatten. Und ja, meiner Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was Lidschattenpaletten anbelangt. Und bei Monolidschatten finde ich im Moment definitiv, dass es die Trended Up Monolidschatten sind. Ich habe hier eine kleine Palette mir draus gebastelt. Aber die Monolidschatten von Trended Up sind wirklich toll. Ich finde, die haben eine schöne Textur, sind nicht allzu pudrig. Bisschen schon, aber nichts Dramatisches. Sie sind wirklich gut zu verblenden, haben schöne Farben. Ich hoffe, die kommen auch mit ein paar knalligeren Farben raus. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ja, aus der Drogerie, ich glaube 1,50 kostet da einer, kann man echt, ja, nichts zu sagen, unschlagbar und deswegen auf jeden Fall die Trended Up Monolidschatten. Dann kommen wir zu meinen außergewöhnlichsten Produkten bei den Lidschatten. Bei den Lidschattenpaletten fiel mir das eigentlich relativ leicht, denn meiner Meinung nach ist das Außergewöhnlichste auf jeden Fall die Urban Decay Electric Palette, die ich besitze. Denn erstens sind das gepresste Pigmente, was ja schon an sich was Besonderes ist, und dann natürlich die Farben. Ich meine, hallo, die sind so, so toll, die sind so krass pigmentiert. Es sind ja auch gepresste Pigmente, da tupft man nur einmal rein und das war's. Mehr braucht man nicht, so gut sind die pigmentiert. Das ist einfach eine Sache, ich muss ganz ehrlich sagen,
diese hier, finde ich, ist ihr Geld viel, viel mehr wert als die Naked 3, weil man hat wirklich einfach hier richtig gute Qualität für sein Geld. Und so gepresste Pigmente, die bekommt man ja nicht überall, würde ich sagen. Und bei den Monolidschatten habe ich mir auch ein Trended-Up-Produkt ausgesucht. Und zwar ist das einer der Elastic Eyeshadows. Ich finde einfach, dass diese Textur so verrückt ist und außergewöhnlich. Das ist ja so eine Mischung zwischen Creme-Lidschatten und Puder-Lidschatten. Wenn man da mit dem Finger reingeht, ist das so ein bisschen so, als wenn man in einen Schwamm drückt, finde ich persönlich. Und das ist ein sehr, sehr krass, ein sehr, sehr krasses Frost-Finish, sehr schimmernd. Ich finde es ein bisschen schwierig, bei mir zumindest, weil ich ja leider Schlupflider habe und dadurch ein bisschen faltige Lider. Sehen sie bei mir nicht ganz so schön aus wie bei jemandem, der ein schön glattes Lid hat, aber sie lassen sich gut auftragen und ich benutze sie aber persönlich am liebsten im inneren Augenwinkel. Auf jeden Fall, ja, definitiv meine außergewöhnlichsten Monolidschatten. Dann kommen wir jetzt zu meinen Lieblingen, was mir sehr, sehr schwer fiel, mich da nur auf jeweils ein Produkt, runterzuschrauben, sage ich jetzt mal, denn ich habe ja eben schon erwähnt, die Zu Eva Paletten, vor allen Dingen die Coco Blend, liebe ich ja über alles und auch die Urban Decay Electric Palette ist ein absoluter Favorit, aber ich habe mich für eine entschieden, die ich einfach mit am meisten benutze und das ist die Stila in the Know Palette. Ich habe die schon öfters in die Kamera gehalten, weil das einfach eine meiner absoluten Lieblingspaletten ist. Da sind nur matte Farben drin, wie ihr seht, alles nur natürliche Farben, kühl, warm, neutral, alles dabei. Und auch wenn ich einen sehr farbigen Look mache, nehme ich meistens irgendwo trotzdem neutrale Farben dazu. Deswegen benutze ich die Palette einfach unheimlich gern. Die Lidschatten sind überhaupt nicht pudrig oder sowas. Die lassen sich toll verblenden, halten den ganzen Tag. Die Pigmentierung ist Bombe. Ja, super tolle Palette und das ist auf jeden Fall eine meiner allerliebsten. Und bei den Monolidschatten sind das die Inglot Lidschatten. Ich habe auch noch eine große 10er Palette, aber diese vier hier sind so meine allerliebsten Farben. Das ist so mein Quattro, was so ein Go-To ist, wo man trotz dessen, dass die Farben recht unscheinbar ausschauen, einfach so viele schöne Looks kreieren kann, nur mit diesen vier Farben. Die Pigmentierung der Inglot Lidschatten ist toll, die lassen sich toll verblenden, sind nicht pudrig. Ich liebe Inglot Lidschatten und ich bin mir auch sicher, irgendwann wird da noch eine dazukommen. Ich weiß nicht, ob es noch mal eine kleine wird oder nicht noch mal eine 10er. Die sind nämlich wirklich grandios. Dann kommen wir jetzt von den besten Produkten aus meiner Kollektion, zumindest meiner Meinung nach, kommen wir jetzt zu den schlechtesten. Ja, die Lidschattenpalette, die ich persönlich am schlechtesten finde. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Sachen, die ich schlecht finde. Denn wenn ich sie wirklich schlecht finde, dann verschenke ich sie und gebe sie weiter. Weil was ich schlecht finde, kann andere ja gut finden. Aber diese Palette hier habe ich in meiner Kollektion behalten, einfach auch als Referenzpalette, wenn ich das mit irgendwas vergleichen will und so weiter. Und zwar ist das die Maybelline The Nudes Palette. Ich weiß, viele mögen sie, ich überhaupt nicht. Ich habe sie, glaube ich, hier fällt schon der Applikator runter. Ich glaube, ich habe sie dreimal benutzt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon mehrmals. Ich wollte schon gucken, ob ich sie mag. Aber ich mag sie einfach nicht. Ich finde, die Lidschatten sind sehr pudrig. Die Pigmentierung lässt auch zu wünschen übrig. Hier sind ein paar Farben drin, die wirklich okay sind. Damit kann man gut arbeiten. Auch die Pigmentierung ist okay. Aber wie dieser Lidschatten hier vorne hier, der hat quasi überhaupt keine Pigmentierung. Verblenden lassen sie sich okay, aber eben auch nicht besonders gut. Und ja, ich weiß nicht. Die Farben hier drin sind schön, es sind schöne Nude-Töne, aber mich hat sie wirklich überhaupt nicht umgehauen. Und ja, einer auf jeden Fall der schlechtesten Paletten, die ich noch so besitze. Und bei den Monolidschatten kommt jetzt ein ganz, ganz neuer. Also ich habe den noch nicht lang, ich finde ihn aber grottenschlecht. Und zwar ist es einer von den My Must-Haves aus diesen neuen die neuen Monolidschatten von Essence. Das wollte ich jetzt sagen, die man in diese Klickpaletten hier machen kann. Und das ist diese Farbe hier, dieser rosane Raspberry Frosting, fürchterlich. Ich finde, der hat kaum Pigmentierung, also ist wirklich nur ganz, ganz leicht rosa. Ich finde blöd, dass da ein Overspray drüber ist, denn das ist super irreführend. Er ist, wie soll ich sagen, total grob gemalt. Also er ist nicht richtig fein, sondern viel zu grob, pudrig ohne Ende. Der ist absolut nicht zu empfehlen. Wenn ihr euch hiervon welche kaufen wollt, die matten Farben, die sind auf jeden Fall richtig gut. Aber der Raspberry Frosting,
Nicht wirklich. Und bei den Lidschatten kann ich auch die zwei Zusatzfragen beantworten. Die erste davon ist ja, welches so meiner Meinung nach die beste Optik hat an Produkten. Bei den Lidschattenpaletten ist das auf jeden Fall diese hier. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Und zwar ist das die Make Up Forever Artist Shadow. Ich habe keine Ahnung, wie sie noch so heißt. Auf jeden Fall ist das diese wunderschöne, zwar sehr, sehr dicke, aber wunderschöne Palette mit diesem tollen, glitzernden Pink, mit dem schönen Make Up Forever Logo innen drin. Wenn man sie aufmacht, hat man hier drin 9 Lidschatten. Dann ist hier noch eine Mascara drin, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Und ein Eyeliner war hier auch drin, den ich aber zu meinen Eyelinern gepackt habe, der übrigens also sowas von genial ist. Das ist ein wasserfester Eyeliner und genial. Einfach nur genial. Ich benutze sie jetzt nur noch. Und ich habe diese Palette zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Meine Mutter hat sie zufällig bei, oh mein Gott, bei TK Maxx entdeckt. Und ja, ich finde sie traumhaft schön. Und nicht nur, dass sie von außen wunderschön ist, auch die Lidschatten an sich sind richtig, richtig gut. Dann die beste Optik bei Monolidschatten ist meiner Meinung nach diese süßen von NYX, die Prismatic Eyeshadows. Ich habe hier die Farben Mermaid. Ich finde die so süß. Erstens mal ist die Farbe traumhaft schön. Es ist ein richtig tolles Mintgrün mit so einem Duochrome-Schimmer. Wunderschön, aber die Verpackung ist halt so süß. Mit dieser kleinen Schleife hier vorne, so ein bisschen an MAC angelehnt, würde ich jetzt sagen, von der Form. Aber ich weiß nicht, dieses kleine Schleifchen und mit dem Silberschwarz, ich finde die super, super süß und deswegen die Optik gefällt mir sehr gerne. Deswegen habe ich ihn auch nicht depottet übrigens, weil mir diese Verpackung so gut gefällt. Und die letzte Frage, welches ist das beste AE-Produkt gewesen? Das fand ich sehr schwer, gerade bei den Lidschattenpaletten, denn ich finde tatsächlich so wahnsinnig tolle Lidschattenpaletten habe ich selten in den AEs gesehen. Aber eine habe ich, die mir unheimlich gut gefällt und das ist die Catrice Eyeshadow Palette aus der Treasure Trove LE. 1001 Blaze of Glory. Erstens mal finde ich diese Verpackung wirklich wunderschön. Dieses Weiß mit den goldenen Sternen. Traumhaft schön, hat sich Catrice richtig Mühe gegeben. Dann finde ich ganz, ganz toll, dass hier wirklich ein riesiger Spiegel drin ist. Und hier sind 8 wirklich schöne Lidschatten drin. Die haben eine schöne Textur. Von der Pigmentierung her sind sie Medium, aber eher gut Medium. Lassen sich toll verblenden. Das sind Farben, die absolut, würde ich sagen, jeder tragen kann. Und ich finde halt richtig toll, dass Catrice halt so eine größere Palette mal in einer LE rausgebracht hat. Sonst sind das ja eher diese kleineren. Und mal so eine richtig schöne, große Palette rausgebracht zu haben, finde ich einfach klasse. Und ja, freue mich sehr über die und benutze die auch sehr gerne. Allerdings nicht so oft, wie ich vielleicht sollte. Und das schönste LE-Produkt als Monolidschatten ist für mich ein Pigment von Wet n Wild. Color Icon Loose Pigment. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die LE hieß. Aber das Pigment heißt Heart of Rose Gold. Und oh Gott, das ist ein so wunderschönes Pigment. Der schönste Schimmer, den man sich vorstellen kann. In einem so schönen Rosé-Gold. Die Qualität ist grandios. Genauso wie ihr den Swatch hier sehen werdet. So kann man den auch auf dem Auge aufbringen. Also oh, einfach nur traumhaft schön. Und deswegen definitiv mein allerliebstes LE-Produkt. Was Monolidschatten anbelangt. So, das war jetzt alles. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar Inspirationen gekriegt. Vielleicht habt ihr die Produkte ja auch zu Hause und habt sie schon länger nicht mehr rausgekramt. Gerade dafür finde ich solche Videos wie dieses hier gut. Denn ich persönlich mache das auch, wenn ich mir Videos angucke von anderen Leuten, von ihrer Make-up-Kollektion oder sonst was. Da entdecke ich doch auch immer wieder irgendwelche Produkte, wo ich denke, Mensch, das habe ich ja auch und habe schon ganz schön lange nicht mehr benutzt. Und dann fange ich es wieder an zu benutzen. Deswegen hoffe ich, dass das auch so ein bisschen Inspiration ist, mal wieder durch die eigene Make-up-Kollektion zu gehen. Und ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!